das Champions League-Spiel heute Abend in Dortmund wird ohne Zuschauer stattfinden. Diese Entscheidung. Ja, ich heiße Wilhelm Roth. Ich komme aus Schäßburg. Schäßburg liegt in Siebenbürgen. Siebenbürgen ist in Rumänien. Wir sind 1973 nach Deutschland ausgewandert. Ja, heute hat mich meine Enkeltochter besucht und hat sich etwas gewünscht, dass wir etwas gemeinsam machen, und zwar einen Kuchen backen. Und ich habe was Einfaches vorgeschlagen und jetzt haben wir einfach Spargipfel gebacken. Spargipfel wird aus fast nichts anderem als Mehl und ein wenig Fett, Butter und sonst eigentlich nichts gebacken. Die Verhältnisse unter Ceausescu waren in Rumänien nicht mehr richtig auszuhalten. Wir sind Siebenbürger Sachsen. Siebenbürger Sachsen sind eigentlich Deutsche. Unsere Muttersprache war Deutsch. Wir sind im Pass und in allen Akten, Dokumente, die wir hatten, Geburtsurkunde und so weiter, stand immer deutscher Volkszugehörigkeit. Zu Ceausescu hatten wir deutsche Schulen, die uns gehörten, zum Deutschen. Während Ceausescu wurden diese Regelungen immer mehr eingeschränkt und irgendwann hatten wir nur noch deutsche Klassen in den deutschen Schulen, aber die Schulen wurden rumänisch. Die Fachfächer wurden von rumänischen Lehrern abgehalten für unsere Kinder. Hätte noch größer sein können. Und irgendwann sollte es nur noch rumänisch sein. Und da haben wir versucht, dieses zu umgehen, indem wir das Land verlassen haben. Energie sparen. Das war nicht einfach. Ich bin zu Besuch gekommen. Und als ich dann hier war, habe ich bei der rumänischen Botschaft, ist gar kein Antrag, mich bloß gemeldet und denen mitgeteilt, dass ich nicht mehr zurückfahre. Und die Staatsbürgerschaft, die rumänische, abgesagt habe. Und dann irgendwann war in Rumänien die Plenarsitzung oder wie auch immer das damals hieß, das weiß ich gar nicht mehr so genau, da hat man die Einzelnen, diejenigen, die diese Anträge gestellt haben, um die Staatsbürgerschaft abzusagen, die rumänische, denen hat man das dann stattgegeben. Und ich habe auch irgendwann nach drei oder vier Jahren wurde mir das auch genehmigt. Und so wurde ich aus der rumänischen Staatsbürgerschaft freigesprochen und habe dann die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen können. Meine Frau und meine Tochter, die haben aber dann im Sinne der Familienzusammenführung, haben die auch gleich einen Antrag gestellt, um nach Deutschland auswandern zu können. Und die sind dann auch nach 18 Monaten, haben sie die Genehmigung erhalten und sind auch nach Deutschland gekommen.